Yo Leute, was geht ab? Sepp hier. Und zwar mit einem Video zum Thema What's in my gym bag? Also kurz gesagt, was ist denn in meiner Sporttasche so drin? Ja, einige Sachen habt ihr bestimmt schon mal gesehen in vorigen Videos. Aber so ein komplettes, ja, was in meiner Sporttasche drin ist Video gab es noch nicht. Deswegen dachte ich mir, könnte euch vielleicht interessieren. Viel Spaß dabei. So Freunde, lasst uns auch das Unboxing jetzt beginnen. Also das Gym Bag Unboxing könnte man schon fast sagen. Also was haben wir denn hier? Was gibt's denn so Schönes? Zunächst einmal, ganz klar, ja, ein stinknormales Handtuch, um die Gym-Rules nicht zu verletzen, sage ich mal, gehört in jede Sporttasche rein. So, das mal zur Seite, zack. Dann mein geliebtes Teil hier, mein Gürtel, und zwar von der Marke Insa. Habe ich ja, glaube ich, ein kurzes Video schon zu gemacht, falls ihr ein vollständiges Review zu dem Ding haben wollt. Kann ich das natürlich auch bringen, aber kurz gesagt, es hat ein Leatherbelt, das heißt, man stellt den hier ein, man kann es hoffentlich sehen hier, also hier sind die Löcher, hier kann man es halt mit einem Schraubenschlüssel reindrehen, die Größe, die man haben will, und dann kann man das halt immer so umschnallen, ja, und muss sich keine Gedanken mehr machen, dass der Gürtel irgendwie nicht in Form ist, also dass man, ja, die Größe, die ist immer vorgegeben, weil der Abstand natürlich immer gleich bleibt. Ja, die Qualität von dem Ding ist super. Es hat, glaube ich, lebenslange Garantie auf das Lederstück. Und das strahlt nur Qualität aus. Also wenn ihr schon mal sowas in der Hand hattet, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Also es ist echt eine brutal gute Qualität, das Ding. Und ich werde nicht von Insa gesponsert, also nur mal kurz am Rande. Ja, falls ihr ein vollständiges Review haben wollt, dann lasst es mich wissen. Als nächstes haben wir hier, was haben wir denn hier? Die Adipower, meine Gewichtheberschuhe, benutze ich halt immer zum Squatten, zum Frontsquatten, ja, und für das meiste Beintraining. Beinpresse mache ich auch da drin, also super Dinger, kann ich auch nur empfehlen. Werde auch nicht von Adidas gesponsert, leider. Hier das zweite Paar. Und dann hier mein neuestes Spielzeug, und zwar, ich drehe es mal kurz um, damit ihr auch genau seht, was es ist. Zack. Es sind Knee Sleeves, ja? Also keine Bandagen, sondern ja, Schoner, Knieschoner, Knieschoner, könnte man zu denen auch sagen. Und zwar von der Marke SPD. SPD Knee Sleeves. Ich dachte mir schon, wenn ich mir was hole, dann wohl das Beste qualitativ. Die Dinger sind auch super. Ja. Leute, die mich länger verfolgen, die wissen, ich habe leichte Knieprobleme. Und ja, ich habe die jetzt relativ neu, ist mein neuestes Spielzeug. Und ich werde gucken, ob es mit denen jetzt besser wird. Natürlich kann es auch sein, dass es nur Placebo ist oder dass es mit der Zeit so oder so besser geworden wäre. Und es gar nicht an den Dingern da lag. Aber hey, man probiert es aus, und ich würde empfehlen, die vielleicht eine Nummer größer zu nehmen als auf der Homepage halt angegeben, weil man sonst ja sehr, sehr große Kompression, sage ich mal, am Kniegelenk verursacht. Und das dann schon fast ein ganz, ganz leichte... Ja, Bandage schon fast leicht, also eine ganz, ganz, ganz leichte Bandage, die euch dann, weiß ich nicht, 5 Kilo mehr squatten lässt oder was, oder irgendwie sowas. Also wenn man die aber in der richtigen Größe holt, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Natürlich, wenn man jetzt für ein Powerlifting-Meet oder so, ja, die Dinger sich holt, dann sollte man die sich so eng wie möglich holen, weil dann, ja, dann kriegt man halt das meiste Gewicht aus den Dingern raus. Aber das ist ja gar nicht das Ziel bei mir, sondern einfach nur das Knie vielleicht ein bisschen zu stabilisieren, vielleicht ein bisschen mehr Wärme zu spenden. Ich hoffe, es bringt was. Falls nicht, dann werde ich einfach dicker und werde Powerlifter. Also werden die Quads einfach viel dicker und werde Powerlifter, dann bringen die schon was wieder. Also, ein paar von den SPDs halt, ne? Und hier mein Probo-Shaker natürlich am Start, falls ich irgendwas drin habe. Also ich trinke meistens Wasser momentan im Aufbau. Aber falls ich mal unter gewissen Umständen BCAAs oder so trinken sollte, dann habe ich immer einen frischen Shaker hier am Start. Und dann haben wir hier noch Chucks, ja, Chuck Taylors. Ganz normale, flache Schuhe. Gibt zwar bessere von Reebok zum Beispiel. Diese Crossfit-Schuhe, die genauso aussehen wie die Chucks, aber halt keine Chucks sind, ja. Ja, ganz normale flache Schuhe zum Deadliften oder für alles andere, für die man die Gewichtheberschuhe eigentlich sich sparen kann. Dann haben wir, ja klar, das gute alte Aldi-Wasser, ne? Ganz wichtig. Ganz viel Protein drin, ganz viel Carbs, ganz wenig Fett.
Nee, Joe, ganz normales, stinknormales Wasser. Ich trinke kein Sprudelwasser oder sonstiges, sondern habe hier einfach ganz normales Standardwasser. Und zum Schluss haben wir hier noch, ja, hier Zughilfen, ne? Fürs rumänische Kreuzheben oder sonstiges, sind übelst alt. Ich weiß gar nicht, wann ich die gekauft habe, glaube 5 Jahre her. Sind von CP Sports. Ja, auch nichts Besonderes, einfach ganz normale, stinknormale Zughilfen. So, meine Freunde der gepflegten Fitnessunterhaltung, das war's auch schon mit meinem Gymbag. Also, what's in my Gymbag? Also, nichts Besonderes. Ja, Gürtel, Powerlifting-Schuhe, sage ich schon, Gewichtheberschuhe, Chucks, Wasser, Handtuch, Zughilfen. Keine besonderen Sachen. Ab und zu habe ich auch eine Black Roll drin, wenn ich in einem anderen Gym trainiere. Aber in dem Gym, wo ich momentan trainiere, haben die einfach Black Rolls parat. Dann auch ab und zu einen Lacrosse-Ball, also so einen einfach nur einen Ball. Also anders kann man das gar nicht beschreiben, mit dem man eben Lacrosse spielt. Und das war es auch, glaube ich, schon. Also mehr habe ich da auch jetzt ehrlich gesagt nicht drin oder mehr brauche ich auch ehrlich gesagt nicht. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen hoch, kommentiert, abonniert und shared das Video mit der ganzen Welt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen extrem geilen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.